Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und wie ihr im Hintergrund seht, geht es heute wieder um Stable Fund. Direkt am Anfang hier dieses Videos ein kurzer Disclaimer für alle, die sich noch nicht mit dem Projekt beschäftigt haben, beziehungsweise ich will hier einfach mal kurz aufklären. Und zwar ist das die originale Seite bzw. die richtige Webseite von Stable Fund und es gibt unter anderem noch eine zweite, diese hier. Das ist die ursprüngliche Seite, die genutzt wurde, um dieses Projekt zu betreiben, um zu investieren. Das sind die einzigen beiden Seiten, also die alte Homepage und die neue Homepage, auf denen man investieren sollte. Es gibt nämlich mittlerweile Fake-Projekte, die groß promotet werden, wie unter anderem dieses hier, das aber nichts mit einem Trading-Bot zu tun hat. Stable Fund gibt es genau einmal in der Weise, in der es praktiziert wird und das hier ist ein reines Ponzi-System. Hier laufen keine Bots im Hintergrund, die irgendwelches Trading betreiben, sondern das ist einfach nur dazu da, um Funds einzusammeln. Deswegen bewegt euch bitte nur auf dieser neuen Homepage am besten, da die alte relativ buggy ist. Also bitte einfach nur diese Homepage benutzen. Ich werde auch zukünftig nur noch diesen Link in die Videobeschreibung packen. Das nur hier kurz am Anfang. Im heutigen Video will ich darauf eingehen, wie sich meine Funds entwickeln, wie viel ich hier täglich mit meinem investierten Matic und meinem BUSD mache. Bevor wir das allerdings starten, noch ein kurzer Hinweis. Es gibt einen offiziellen Stable Fund YouTube Channel. Da gibt es genau ein Video, das Intro-Video mit mittlerweile fast 100.000 Klicks. Ich habe mir das gestern, ich wusste nicht, dass es diesen Channel gibt, zum ersten Mal angeschaut. Und wirklich, ich war kurz davor, in meinem privaten Account, also nicht in meinem YouTube-Account, hier nochmal dick nachzulegen, weil mich dieses Video einfach so ultra bullish gemacht hat auf das Projekt. Also schaut euch das gerne an. Ich werde das als dritten Link in die Videobeschreibung packen. Schaut da gerne mal rein. Ist wirklich sehenswert für jeden, der sich mit dem Projekt beschäftigt. So, jetzt lange drum herum geredet, direkt auf die Homepage und ins Projekt rein. Und wir schauen uns meine Stakes an. Und zwar wollte ich euch ja zeigen, wie viel ich jetzt aktuell mit dem Projekt hier verdiene. Und wie ihr im Hintergrund seht, ich habe hier nochmal nachgelegt. Ich habe hier gestern nochmal 150 Matic ins Projekt investiert. Und wir werden uns jetzt mal mit diesem schönen Kalkulator hier unten anschauen, wie viel Matic ich hier jetzt mache. Und zwar verdiene ich hier jetzt aktuell 5,5 Matic pro Tag, also circa 5 US-Dollar. Das ist mein Matic-Einkommen derzeit, das ich weiterhin reinvestiere. Hier habe ich nicht vor, irgendwas rauszuziehen. Ich werde eher nochmal weiter nachlegen. Und wenn wir uns jetzt das BUSD-Guthaben hier anschauen, dann wechseln wir einmal in den BUSD-Contract. Ihr seht, ich habe immer noch die initial investierten knapp 5.000 US-Dollar hier hinterlegt, die mir ein tägliches Einkommen bringen von circa, wenn wir uns den Kalkulator hier anschauen und auf BUSD wechseln, 72 BUSD. Heißt, ich verdiene hier im Projekt summa summarum 78 US-Dollar pro Tag, die ich hier ohne Gebühren auszahlen kann. Also alles in allem ein sehr, sehr nettes Nebeneinkommen für das, dass man einfach hier nur seine Funds liegen hat, die Bots im Hintergrund arbeiten und die tägliche Rendite hier ausgeschüttet wird. Und wenn wir uns beispielsweise hier jetzt mal noch den BUSD-Contract anschauen, das Ganze wächst von Tag zu Tag. Ich glaube, ich habe gestern geschaut, wir sind mittlerweile schon wieder eine halbe Million gewachsen in einem einzigen Tag. Also es ist absoluter Wahnsinn, wie sich dieses Projekt entwickelt. Und das geplante Marketing, das stattfinden soll, hat noch nicht mal angefangen. Also was hier noch kommen wird, ist Wahnsinn. Die Kreditkarten und so sollten auch bald fertig sein. Ich wollte das jetzt eigentlich mal in einem Update-Video einbauen, aber leider gibt es dazu immer noch keine Updates. Sie sagen immer nur wieder, dass es in Arbeit ist, aber die werden bestimmt auch bald kommen. Und dieses Projekt hier wird noch richtig durch die Decke gehen. Das hier ist erst ganz der Anfang. Für jeden, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, und zwar, wenn ihr hier auf die initiale Seite kommt, und zwar auf Stable Fund. Ihr müsst euch hier eine Wallet erstellen, könnt dann hier dementsprechend auf Wallet eure Funds einsehen, also alles, was ihr hier drauf habt. Also im Grunde wie eine MetaMask Wallet, nur eben von Stable Fund. Könnt dann hier auf Stake gehen, würdet dann hier 150 Matic eingeben, geht dann auf Deposit, müsstet das Ganze dann einmal in Transaktion bestätigen. Ich habe jetzt hier aktuell nicht genug Matic auf meiner Wallet, deswegen funktioniert das nicht. Auf jeden Fall, das ist der Weg. Euer Kapital ist dann für 28 Tage, wie ihr hinten seht, eingefroren und wird dann nach den 28 Tagen freigegeben und könntet dann, wie ihr hier unten seht, bei meinem Kapital das Ganze hier auszahlen nach diesen 28 Tagen und seid dann quasi risikofrei. Das soll es im Grunde auch schon zu diesem kurzen Update-Video gewesen sein. Ich wollte auf dem Laufenden halten, was mein Investment betrifft. Es haben sich nicht viele neue Sachen ergeben. Ich denke, zum nächsten Update-Video haben wir wieder eine neue AMA, die ich dann hier im Video genau auseinanderstückeln werde und euch präsentiere. Wenn es Fragen geben sollte zum Projekt, könnt ihr mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Wenn es spezieller werden sollte, gerne auch hier auf Twitter. Das unter anderem hier auf dem Kanalbanner oder in der Videobeschreibung. Wenn euch das Update-Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.